So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Popcorn steht nicht bereit. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen im Wimmerwind. Das wird wahrscheinlich auch wieder zwei Teile sein. Verdammte 20 Minuten. Ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ja, komm, ey, wenn ich mal was zeigen möchte, dann reicht das wieder nicht aus mit der Höhe. Das ist doch wieder nicht wahr. Wir werden jetzt mal versuchen, noch ein paar Seelensteine zu füllen. Wir haben ja jetzt mittlerweile ein paar. Und das eignet sich ja hier wunderbar, weil es ja bei Skeletten nur winziger Seelensteine bedarf. So, muss mal kurz was umändern, und zwar brauche ich den Jagdbogen der Seelen und den haue ich mir auf 3, weil wie gesagt, mit dem Schaden, den wir anrichten, können wir eigentlich noch keine Skelette töten. So. Wir ziehen uns mal ein bisschen was anderes an. Unter anderem das Ackertisch, genau. Und das für die magische Wiederherstellung, weil wir legen uns jetzt so ein bisschen mit dem Pappkopf den Vampir an, der Vampirmeister, der hier hinten ist. Nee, noch nicht. Dafür muss ich erstmal schon was tun. Mal sehen, wie lange ich Zeit habe, um den Idioten zu killen. Und ob ich das nicht. Ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen, weil der Typ, der hat Teleskoparme. Der einzige Mensch, den ich kenne, der durch ein Gitter schlagen kann, mit einer Axt und einer Armlänge von circa, na, ich sag mal 80 cm, die Axt nochmal ungefähr 30, 40, lass es 50 cm sein, auf 3 Meter bis 4 Meter kommt. Also ihr müsst immer irgendwo hier in diesem Bereich hinter den Köpfen sein, dann trifft ihr euch nicht. Wenn ihr dazwischen seid, habt ihr echt ein Problem. Zumal er euch ausweiten will wie ein Horker. Also er war wohl früher mal irgendwie entweder im Skaldorf oder ja, wie auch immer. Hier unten immer einen Blick haben. Im Übrigen mit Feuer und Frost kommt ihr hier nicht durch Gitter. Es geht nur mit Punkten. Was ja auch das beste Mittel gegen ihn ist. Ich habe das mal ausprobiert, da habe ich mir mal ganz zu Anfang ein Schwert gecheatet, was knapp 250 Schaden hat. Und ich musste mit dem Ding dreimal zuschlagen, krieg von ihm eine Antwort mit einer 12 Schaden Axt und war tot. Hatte derzeit aber schon 200 Leben.
Also geh doch. Oh Mann, ich habe doch keine Zeit. Stehen bleiben würdest, dann wäre das nicht schlecht. Gleich kommst du wieder. Der Tod bedeutet mir nichts. Was denn nun? Niemals oder noch nicht? Und deswegen läuft der Hund weg, ja? Gute Sache. Ging ja schneller als ich gedacht hatte. Es gibt zwei Möglichkeiten, da reinzukommen. Einmal die hier, die schmerzfreie, oder wenn er hier die Kette zieht, dann kommen hier überall Feuerklamotten raus. Viele sagen, dass der Vampir dadurch angelockt werden würde. Das kann ich aber so nicht bestätigen, weil ich habe das schon einige Male gespielt und der Dings ist nie rausgekommen, nur weil da eine Flamme aufgeleuchtet ist. Beziehungsweise weil da Flammen durch die Gegend geschossen sind. Jetzt plündern wir erstmal ein paar Klamotten. Wie gehabt. Wir sind der wahre Tomb Raider. Hier war noch. Achso, da. Und da steht noch eine Urne. So, hier hoch könnt ihr natürlich auch gehen. Wäre aber Blödsinn. Da oben ist ein Trauger, schlag mich tot. Oh, Handschuhe, bald haben wir unsere Rüstung beieinander, die Zwergenrüstung. Da oben ist wie gesagt ein Trauger und ein Schrei, aber dieser Schrei, naja gut, man muss ihn nicht unbedingt haben. Irgendwie was mit Tierfreundschaft oder irgendwas in der Richtung oder so, keine Ahnung. Naja, später mal. Da, wenn er Glück hat, kriegt er auch ein Dingens, eine Quest von der Dämmerwacht. Weil die schiebe ich ja momentan auch gerade noch vor mir her. Und die Skelette sind immer alle so gut zu sehen. Nur macht hin. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe immer schon wieder vergessen, den Timer anzustellen. Wofür habe ich mir das Ding eigentlich zugelegt? Komm zurück! Na gut, dann kämen wir erstmal anders. Dann kommt er von sich aus wieder. Den können wir denn mal killen. Also ich gucke auf 40 Zoll Fernseher und ich sehe es auch nicht wirklich. Gib mir das Soul.
Weißt du? Wo steckt ihr? Was da irgendwas auf der Schulter? Das war ein kläglicher Versuch. Als ich ihn abgebrochen habe, war der Pfeil leider schon weg. So, wie viele Seelensteine haben wir gefüllt? Oh, wir haben keine winzigen Seelensteine mehr. Naja gut. Nein. Drei. Warum schleiche ich hier eigentlich? Wir werden jetzt noch den Kasper da unten töten. Den Vampirdiener. Bist du doof. Alles mit, was wir kriegen können. So, dich brauche ich, um die Falle auszulösen. Nein, das nehmen wir nicht mit. So, wir haben jetzt noch so ein Minütchen oder so, oder zwei, weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. Wo
Warum du da frei rumläufst, das verstehe ich auch nicht. Okay. Das ist auch nicht. Jäger des verlorenen Schatzes. Zwergenhelm, der zweite. Auch nicht schlecht. Hey, wir finden ja richtig tolle Sachen hier. So, was habt ihr beiden Frösche hier für mich? Wo, warte mal, ist es ein Schädel? Da liegt noch ein Brustkorb. Okay, auch nur ein Schwert. Aufschließen! Gold, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange Zeit wir haben, aber ich habe auch keinen Nerv darauf rauszufinden, ob die Aufnahme wieder um knapp 10 Sekunden in zwei Teile gerissen wurde. Verdammte 20 Minuten. Ich brauche, wenn einer einen Tipp hat wegen einem anderen Aufnahmeprogramm, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich speichere jetzt, mache einen festen Speicherpunkt und sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis zur nächsten Folge.